My ass. Reaction, bester Shisha-Kopfbau der Welt, made by Hardy. Wir sind gespannt. Mir wurden fürchterliche Dinge prophezeit. Okay, Leute, genau, du hast... Leute, für euch drehen wollen, wie man den Baba, wie man einen Baba-Shisha macht. Das wisst ihr ja nicht. Ihr seid ja kein Shisha-Profis. Bro, wie redest du mit mir? Was sind es hier für Unterstellungen? Achso. Tabak ist das Wichtigste. Ich schwöre auf alles. Komm rein, Junge, komm. Leute, er hat's gesagt. Kopfbau, scheißegal. Kopf, vollkommen egal. HMD, who? Der Tabak. Deswegen, Capital Bra Tabak, Leute. Er hat den Plan. Ich persönlich, Melodien vom Capital Bra feier ich schon. Ich schwör auf alles, das ist das beste Tabak. Aber kostet auch sehr viel. Man muss sagen, es kostet wirklich sehr viel. Ja, ich habe halt gerade einen Tangis an, Bro, aber du hast schon recht. Capital Bra, der ist schon, ja. Was kosten die? 30 Euro in Nachholung. Was? Capital Bra, 30 Euro? Wo kommt der her? In Afghanistan kann man mit 30 Euro ein Haus kaufen. Okay, zuerst möchte ich euch Teile erklären. Das ist Teile. Silikon-Mundstück, nein, Silikon-Schlauch. Jeder kennt's, das altbekannte Silikon-Mundstück, aka kein Mundstück. Mundstück, und das ist der Bowl, dieser hier, wo man Wasser reingibt. Und das ist... Fass die Rauchsäule an, das ist der Bowl. Alles klar, Bruder, jetzt lernt ihr mal richtig Shisha rauchen. Das ist der Bowl, dieser hier, wo man Wasser reingibt, das ist Bowl. Dieser habe ich vergessen, was heißt die denn? Roboter, was Junge? Der Speicher hier. Dieser, weißt du, wie ich nenne? Schau diese. Achso, schau. Kiki. Khalas. Kiki. Das ist wirklich Ding, sehr wichtig, welche Shisha ihr raucht. Das ist wirklich ein guter Shisha von Kiki, Nemo Edition. Also, nix gegen die Kiki, ist an sich eine gute Pfeife, aber ist eine Alu-Pfeife, also jetzt auch nichts krass hochwertiges, also die ist für eine Alu-Pfeife schon sehr gut gemacht, aber es ist halt eine Alu-Pfeife, also geht so, also no front gegen die Kiki-Pfeife, aber 270 Euro für Alu ist halt sehr viel Geld für Alu. Venus. Nein, die ist von Nemo. Und Kopf ist auch sehr wichtig, Leute. Am besten aus Glas. Glas ist wirklich, Mama. Glas und Ding. Kennst du diese Oblakos? Ich hab die eine. So, Oblakos ist auch sehr stabil. Aber Glas ist auch sehr stabil. Oblako. Sehr stabil. Gib mal darauf. Übrigens braucht man bei Silikonköpfen meistens keine Dichtung. Und hier gibt man ja Tabak. Kopf ist groß, dann muss man auch größere Kaminaufsätze nehmen. Und das ist gut Zange. Bro, also er benutzt einen Glasfunnel. An sich gar nicht so schlecht. Aber dann dieses komische Sieb da drauf packen, ist halt schon wieder wirklich Krise. Ihr habt in der Mitte dieses riesige Loch, das direkt über dem Funnelloch liegt. Das heißt, du ziehst die ganze Zeit Luft durch dieses Loch direkt ins Funnelloch. Du kriegst gar nichts richtig vom Tabak mit. Maschallah. Damit AK-47. Yes. Epa! Damals habe ich... Weißt du, warum ich mir das versucht habe? Weißt du, warum? Weil du Gangster bist. Nein, nicht das. Ich wollte mir Zange... Da ist Zange. Damit, was machen wir damit? Damit angeben. Ja. Was nur... Ja, das schon. Flexen, Bruder. Wer hat solche Zange alle? Ich höre es nicht. Wer? Wirklich, na, außer du weißt. Ey Leute, geht's nur mir so oder findet ihr es auch krass unlustig? Wir gucken mal weiter und gucken mal, was die hier mit dem tollen Kaminsieb auf dem Silikonkopf, auf der Dichtung, auf der Kiki-Alu-Pfeife machen. Guck mal,
Öyle. Neredeyiz? Balkon? Çok güzel baba Aussicht, ich glaube, ihr seht nichts, aber ja, sehr stabile Aussicht. Ich habe ein Bild auf Insta gepostet, wie diese Aussicht hier aussieht. Ja, man sieht ein bisschen. Siehst du schon? Und ja, nicht vergessen, die Wohnung gehört nicht mir, das gehört mir. Rahman. Und da ist der Kohlenanzünder. Man sieht es nicht. Ja. Einfach die Kohle noch nebendran liegen vom letzten Kopf. Man kennt's. Oh, wichtig, Kohle, Bruder. Kohle, Kohle, ja, Mann. Kohle. Digga, dieses Zimmer, Alter. Wie fucking unordentlich. Also, no front, so ist sein Ding, ne? Aber ich würde mich da nicht wohlfühlen. Oh, Monaco, du bist richtige Junkie, Alter. Schau, wie viel Tabak er hier hat. Bruder. Guck mal, wie viel Tabak er da hat. Einfach so 350 Gramm Packung. Welcher Balkon hat Steckdose? Sag mir, welcher Balkon hat Steckdose? Viele. Aber das ist Team. Okay, so berät man es. Kapital unterstützen, Bruder, kauft Kapital. Melodien ist das. Hol mal den Kohle, Bruder. Das ist. Berät man so. Boah, ich finde die so anstrengend, ey. Drei Stück rein. Drei am besten, ja. Wenn man Kamin aufsetzt. Ja. Ja, genau, auf deinem Funnel, Digga. Komm mal jetzt raus, ja. Komm raus, ja. Komm raus, ja, komm. Lass mein Kollege fickt. Okay, drei. Wisst ihr, was das Traurigste ist? Das haben 1000 Leute gesehen. Und selbst wenn es nur 1% sind, die den Scheiß glauben, dann denken jetzt 9,3 Leute, die wissen, wie sie diesen Kopf bauen müssen. Die denken jetzt einfach, ja, ich habe hier dieses beste Shisha-Kopfbau der Welt, habe ich auf YouTube gesehen. Bruder, ich weiß jetzt, wie ich einen Kopfbau. Ich weiß das einfach. Hol mal dein Glas-Silikonkopf raus, hol deinen Kaminaufsatz raus und let's go, der Capital Bra. Dann warten wir, bis der brennt. Sieht man den? Sieht man? Mhm. Boah. Ja. So, ey. Mhm. Viele sagen, der Melodie ist gut. Mag sein. Ich habe den Melodie, glaube ich, noch nicht getestet. Oder war der Melodie der eine, den ich hatte? Keine Ahnung. Mag okay sein. Ne? Mag okay sein. Aber wie die den hypen, Alter. Nur weil der Capital draufsteht. Junge. Oh, jetzt macht er auch noch Nistret, den, ey. Nistret, Abi. Wo da ist reingegangen. Aber das geht. Warum? Okay, jetzt erst. Dann macht man so. Hier. Mit Liebe, oder? Mit Liebe. Kein Gewalt, kein. Komm, ja, ja. Klug, diese Junge. Ja. Du musst Architekt werden, ne? So, so muss so ein bisschen aussehen. Real Talk, ich habe echt schon schlimmere, ich habe echt schon schlimmere Kopfbauten gesehen. Also, der Kopfbau ist okay. Wenn er da jetzt einen Kalau draufsetzen würde, wäre ich relativ happy. Wäre ich relativ happy, ist okay. Fluffig gebaut, halbwegs angenehm verteilt. Eigentlich nicht so schlimm. Echt nicht schlimm. Es ist wirklich okay. Und dann liegt da dieses komische Sieb nebendran und ich denke schon wieder, fuck my life. Warum, Digga? Warum? Was zum Teufel, Digga? Was gucken, wer hat das in den Discord gebracht? Warum gucken wir das? War wichtig. Ganz wichtiger Schritt beim Kopfbau. Nachdem der Tabak im Kopf ist, Zähne putzen, Jungs. Wer das nicht macht, hat schon verkackt. Schon vorbei. Schaut, wenn ihr diese dünne Alufolie habt, dann müsst ihr jetzt dreimal so falten. Okay, er hat es ein bisschen gerettet. Hätte er den Kaminaufsatz direkt drauf, wäre es auf jeden Fall deutlich schlimmer gewesen, als noch mit Alu zwischendrin. Der Kamin oder dieses Sieb, das er da hat, sieht trotzdem nicht geil aus. Mit Alufolie dazwischen, ja, okay, kann man machen. Aber Bro, hätte er da einfach ein HMD draufgesetzt, wäre es echt kein schlechter Kopf gewesen. Einmal fassen, da ist der Aufsatz. Ich kann kein Raum zurück. Digga. Da muss man diese Löcher einmal aufbauen. Junge.
Oder hier ist Kastu, im Video wäre auch dabei gewesen. Importiert aus Räumungplatz. Beste Shisha-Kopfbau der Welt. My ass. Wenn ihr sehr Nagen habt, dann mehr Löcher machen. Aber wenn ihr so größer, was Größeres habt, wo man mehr fettere Löcher hat, ja. dann weniger Löcher, dafür größere. Und dann, das kommt hier auf. Wenn nur auf Kohle, wie es angeht. So, vielleicht sollte ihm irgendwann mal auffallen, dass es echt schwer geht, diesen Kopf auf die Dichtung noch zu drücken. Vielleicht, weil er keine Dichtung braucht. Kohle, wie es angeht. Warte lang. Opa, yep. So Leute, unsere Rolle ist fertig. Das wollte rein. Jack ist auf Wish bestellt. Swizzy. Ja. Na, also ich gebe nicht mehr Musik auf den. Achso, du hast mein Beat drauf hier, aber das ist von Nike. Ja, das ist free. Das kann man eigentlich. Ey, diese alle. Das ist deine? Ja. Das ist deine? Ja. Oh, das ist gut. Leute, man muss zuerst anmachen. Ja, sonst geht nicht. Mach mal so, Bruder. Falls Kohle nicht wirklich angegangen ist, dann... Ey, Bro, warte, du fickst mich. Oh nein. Oh, Digga. Kanaken Edition. Ohne Scheiß. Wir hatten lange kein Video, was mir so viel mentales Leid zugefügt hat, wie dieses Video. Also so selten dämlich. So selten dämlich. Was? Eine Shisha verlernt. Hä? Oh, komm, ich zeig dir, wie das geht. Was reimt sich auf Schuh? Hihihi, Shampoo! So Leute, das war's mit dem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So Leute, tschüss. Warte. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt.